Hallo und herzlich willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. Wenn du neu dabei bist, höre dir jetzt Folge 1 an und abonniere diesen Podcast. Ich bin Mario Mietig und lese für dich heute Folge 9. Der Hase spricht. Als Erik in sein Zimmer kommt, ist das Kinderzimmer ruhig. Ungewöhnlich ruhig. Das Lego-Fußballstadion ruht auf dem Spielteppich wie eine verlassene Baustelle. Vor ein paar Tagen hatte Papa mit Erik daran gebaut. Dann war Mama in das Zimmer gekommen und meinte, sie würde Papa nur für ein paar Minuten ausleihen, denn Mama und Papa müssten reden. Erik verstand nicht genau, was sie damit meinte, aber Papa kam nicht wieder. Erik schmeißt seinen Ranzen auf den Spielteppich und sieht sich um. Vor der Heizung ruht der große Plüschdrache Faburg, als würde er das Zimmer bewachen. Auf dem Bett sitzen die zwei verbliebenen Bärenfreunde, Bruno und Bummi, und der Platz neben ihnen ist frei, denn Barney fehlt. Erik entschließt sich, weiter am Stadion zu bauen. Da hört er ein Kratzen. Ist das Mami unten in der Küche? Nein. Erik hat recht, denn Mama hätte ihn begrüßt, wenn sie nach Hause gekommen wäre. Da fällt Erik sein Ranzen auf. Das Kratzen kommt aus ihm. Erik krabbelt auf die Tasche zu. Der Ranzen wackelt. Erik traut sich noch näher heran. Schon wieder? Da ist etwas drin. Ja, aber was? Erik zögert einen Moment. Komm schon! Dann klickt Erik die Schnalle auf und springt nach hinten, als wäre der Ranzen eine Silvesterfontäne. Erik hält die Luft an. Einen Moment lang ist es ganz still. Nur die Uhr an der Wand scheppert, Sekunde für Sekunde. Dann heben sich zwei Ohren aus der Ranzenöffnung, gefolgt von einem flauschigen Köpfchen. Eriks Plüschhase Hoppel drückt sich mit aller Kraft aus dem Ranzen. Bei den ganzen Stiften hier drin kann sich ja kaum einer bewegen. Erik krabbelt auf dem Boden nach hinten wie ein Krebs und stößt gegen den Kleiderschrank. Hoppel springt auf den Spielteppich. Puh, endlich wieder festen Boden unter den Pfoten. War ja nicht aufzuhalten heute, diese Flugversuche. Ich bin eindeutig nicht zum Fliegen gemacht. Der Hase schüttelt sich, hebt sein Köpfchen und hält Erik seine Pfote hin. So, hallo erstmal. Erik zittert noch immer und kann kein Wort sagen. Wir kennen uns zwar schon, aber trotzdem, ich bin Hoppel. Wie es weitergeht, erfährst du in Folge 10. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann abonniere jetzt den Sternensucher-Podcast. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig.